Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Mitch Aufwachen. Zu Goodbye Mitch Nagnein Deponia. Ich. Genau. Liebe Kinderchen, das ist ein Mitschnacker. Niedlich, die haben ja schon Freunde gefunden. Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in dein Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier, direkt vor Ihnen. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Ich weiß nicht so recht. Ich würde gerne diesen Lieferwagen wieder verlassen. Aber ich glaube, dass... Muss mein Desinfektionsspray. Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Ah, nö. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Ich bin sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann will ich lachen. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Ich kann ja hier auch gar nicht... Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Panne! Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Ich bin sowieso gerade fertig. Und? Ach, das war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur nass. Nächstes Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Dann will ich lachen. Ich will gar nicht wissen, wie Rufus einen Abdruck macht. Die Kiste. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Komme ich hier rüber? Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Die ist ja zu. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Wozu sind Kinder eigentlich Nützer? Moment mal, diese Obdachlosen kenne ich doch. Ich kann mir zwar gerade nicht zusammenreimen, wo ich June schon mal gesehen haben will, aber... Buhn, alter Haudegen! Was machst du denn hier? Oh nein, alles nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen.
Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Salvanur. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Die Stimme von June kommt mir unglaublich bekannt vor. Ich meine, dass Gunn Gronk ist, das wissen wir ja nur alle. Das ist ja nur bekannt. Aber June... Die Stimme... Ob das Pan ist? Pandoria? Nee. Oder doch? Nee. Oder doch? Nee. Was gibt's denn noch für weibliche Zocker? Es soll jetzt nicht irgendwie sexistisch klingen oder so, aber ich habe da echt keine Ahnung von. Ich glaube, ich gucke noch lange noch YouTube, um das zu wissen. Aber die Stimme kommt mir urs bekannt vor. Die kommt mir wirklich urs bekannt vor. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Sehr viel Spaß. June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal... Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genau so zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. What? Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Quasi. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund
Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Boone, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Yes. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ich könnte dir doch die Kinder schenken. Ich bestehe darauf, ich euch die eh nicht. Umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein. Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nie. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Gun? Gun, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Oh mein Gott. Wir sehen uns. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Gun. Ach, was für ein süßes Paar. Ein Gulligitter. Wir schauen mal durch. Ich glaube, da geht's wahrscheinlich... Hm? Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal. Du bist in der Kanalisation gelandet? Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toiletten tieftauchen. Toll. Ich habe Gold gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Oh ja, was, Luftpolster? Und wenn ich jetzt hier bin, dann habe ich das Schild, mit dem ich Gun und June verkloppen kann. Ich hoffe es zumindest. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kanalisation gibt es nur 5 Slotti. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen auf. Wie jetzt? Du hast eine Solo-Karriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Welche Band? Vielleicht kann ich dem Äffchen das Schild geben. Und der Fummel steht, glaube ich, erst runter. Sprosse für Sprosse. Whee! Blip. So, jetzt Äffchen. Hier, Schild. Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade keine Angebote für ausgebildete Handmodels. Ich habe ja auch mehr an einen Job als Versuchstier für experimentelle Medikamente gedacht. Hab ich schon hinter mir. Ach so, ja, jetzt wo du es sagst. Ja, vielleicht kann ich ja die Kinder damit verdreschen. So, es wird Zeit, dass ihr auch mal ein bisschen Geld ins Haus bringt. Ich habe genau das richtige Jobangebot für euch. Aber Herr Rufus, Kinderarbeit ist doch verboten. Ja, wozu seid ihr denn überhaupt zu gebrauchen? Echt mal. Blöde Frage. Zu nichts. Mann. Mit solchen Typen, die kennen nur irisch. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. E ist gleich MC². Da komme ich wahrscheinlich nicht rein. Almighty.
Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Hm. Das war ja eine sehr interessante Konversation. Die Kinder loswerden und den Pub besuchen. Ach. Ich drück doch nicht auf so einen vermaledeiten Hinweis, ich bitte euch. Okay, es gibt also ein neues Interface. Ich werde mal ganz kurz umgucken, wie ich mich da schlage. Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Ja, ich glaube, Smudo konnte mir nicht helfen. Hm. Blöd. Das ist ja mal echt blöd. Ich muss jetzt auch mal ausbrechen. Oh, was ist denn das für ein... Ma. Da versteckt sich doch irgendjemand. Aber wer? Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh bitte, sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Oh je. Sehr gut, da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir herauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich, das sieht aber aus wie Cletus, alleine der Bart. Offensichtlich Cletus. Teppich! Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Ich würde fast glatt behaupten, das ist Cletus. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Ohne Inventar ist das ein bisschen schwierig. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hey, hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Yay. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Petunia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Hm. Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ach ja... Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich habe eine Idee. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann störe auch nicht.
Guck nicht so blöder. Tä. Klostein, Zahn. Oh Gott, Minispieler. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Erstmal einsacken. Okay. Oh Gott, die Zahnbürste. Und die Zahnpasta. Und, oh, ein Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Gut, dann haben wir jetzt einen Bagel, Kaffee, Pfeffer, Zahnbürste, Zahnpasta. Lass mich kurz überlegen, können wir damit nicht... Wir haben es doch erst im Hotel gemacht, im Minitekel. Chloroform? Nein. Doch? Nein. Nein. Oh je. Ich komme noch drauf. Versprochen.